Brüder und Schwestern in Christus am heutigen Fest könnte man sehr vieles fragen, sehr vieles klären. Es ist ein wichtiges Fest im Laufe des Kirchenjahres, also Maria-Empfängnis. Aber was mich heute sehr anspricht, ist die eben erste Lesung und das Evangelium. Weil ich habe mich gefragt, zu wem da eigentlich Gott kommt, also sowohl im Evangelium wie auch in der ersten Lesung. Wenn ihr euch erinnert, in der ersten Lesung haben wir die Erzählung aus dem Buch Genesis über den Fall des ersten Menschen. Im Evangelium dagegen geht es um etwas bisschen anderes. Da kommt der Engel Gabriel zu Maria, also Gott kommt auch zu Maria und verkündet ihr die große Nachricht. Ich habe mir das lange überlegt, wohin kommt da eigentlich Gott? In welcher Situation? Also wenn man auf das Erste schaut, auf das Buch Genesis, sieht man eine Situation des Ungehorsams, eine Situation der Sünde, der Ausweglosigkeit. Und das ist etwas, was auch Papst Franziskus in diesem Jahr besonders betont. Heute beginnt ja das Jahr der Barmherzigkeit. Dass Gott sich nicht zu schade ist, an solche Orte zu kommen. Weil ich habe auch sehr oft diese Vorstellung, dass Gott nur an feine Orte kommt, nur in Großem zu erkennen ist, dass er so Schönes braucht, Großartiges, damit er wirken kann. Aber es ist nicht nur so. Dort ist Gott auch zu finden. Aber die Bibel erzählt uns, dass diese Begegnung mit ihm überall möglich ist. Und besonders an Orten, wo die Sünde sehr mächtig wurde. Und durch diese Begegnung mit ihm ermöglichte er auch, eine Veränderung herbeizuführen. Das erfahre ich auch selber an mir in meinem Leben. Da, wo meine größten Fehler sind, wo meine Sünden sind, da begegne ich Gott auch sehr intensiv. Da greift er auch ein, wenn ich es zulasse. Und eröffnet mir neue Horizonte, ein neues Leben vor mir. Also kurz gesagt, ich behaupte, Papst Franziskus hat recht, wenn er die Barmherzigkeit so betont, auch wenn für manche das auch ein Skandal ist, auch in der Kirche, weil ja, es gibt auch Regeln, die man befolgen sollte und die Barmherzigkeit soll keine Entschuldigung für die eigene Sünden sein. Oder eine Rechtfertigung dafür, dass wir uns an gewisse Dinge nicht halten. Aber Gott ist größer als unsere Sünden. Seine Barmherzigkeit ist weiter als unser manchmal enges Herz. Wenn man auf das Evangelium schaut, gibt es eine bisschen andere Situation, die aber nicht weniger brisant ist. Wohin geht dieser Engel, der Gabriel, an welchen Ort? Also er geht nach Nazareth, eine Stadt im Hinterland irgendwo, völlig unbedeutend, zu einer Frau, die auch an und für sich unbedeutend ist. Also die war, 12, 13 Jahre alt vielleicht, die Maria, als der Engel zu ihr kam. Also auf jeden Fall ziemlich jung. Also zu einer unbedeutenden Person. Wer hat schon Maria damals gekannt? Und er kommt auch in eine Situation, die irgendwie auch schwierig ist für Maria, weil sie ist schon mit Josef verlobt. Und nach dem jüdischen Gesetz ist die Verlobung schon ein Teil der Heirat. Also sie ziehen noch nicht zusammen, es gibt kein eheliches Leben noch, also kein eheliches Bett, aber sie haben sich einander versprochen. Heutzutage ist es anders, aber nach dem alten jüdischen Gesetz waren sie schon eigentlich miteinander verheiratet, auch wenn sie nicht miteinander das Leben im ganzen Umfang teilten.
Und wenn der Engel Maria vorschlägt, dass Gott in ihr Fleisch annehmen könnte und Maria ja sagt, begeht sie eigentlich Ehebruch. So abstrus es klingt, so ist es auch. Und Gott scheut sich nicht, das auch zu erfragen, ob ich dein Leben völlig auf den Kopf stellen kann. Er scheut sich nicht, zu einer unbedeutenden Frau zu kommen, einer, die im Verborgenen eigentlich lebt. Er scheut sich auch nicht, von Josef das zu verlangen, dass er diese Situation akzeptiert. Also von dem Josef hören wir im heutigen Evangelium eigentlich nichts. Aber wir wissen das auch aus der weiteren Geschichte, dass er das angenommen hat, dass er Maria auch angenommen hat mit diesem unehelichen Kind, mit Jesus. Für mich ist es einfach genial zu schauen, wo Gott hingeht, an Orte, die man selber nicht vermutet, in Beziehungen, die eigentlich gebrochen sind, unheilbar, wo, an Orte, wo nur Sünde ist und auch keine Hoffnung manchmal. Und er verändert alles, unglaublich viel, er verändert alles mit seinem bloßen Ankommen. Er geht dahin und das Schlimme, das Schlechte, das Böse verschwindet einfach. Also es heißt nicht, dass da also keine Konsequenzen dessen bleiben, aber er verändert alles. Sein Kommen in diese Welt verändert alles. Und deswegen warte ich jetzt sehnsüchtig auf Weihnachten, bis er kommt, bis er auch mein Leben wieder hier und dort umkrempelt. Und ich bitte ihn auch inständig darum, dass ich es zulasse, dass er in mein Leben eintritt. Ich lade dich auch dazu ein, versuchen das zuzulassen, dass du ihn vielleicht seine Gegenwart nicht dort suchst, wo du ihn vermuten würdest, sondern da, wo deine Sünden sind, wo deine Schwäche ist, wo du irgendwo gebrochen bist, wo es in dir keine Hoffnung gibt. Solche Orte gibt es immer wieder in uns, auch wenn sie nicht immer den Alltag bestimmen. Und es geht jetzt nicht darum, extra zu sündigen, um Gott zu begegnen, sondern schauen auf die eigene Bedürftigkeit, sich auf ihn öffnen und sagen, ja Herr, du darfst auch an diesem Ort in meinem Leben kommen und seine Gegenwart zulassen. Die Gegenwart, die alles verändern kann und auch alles verändert.